on, Iblis! This time I'll finally stop you! Versiegle Iblis. Und damit herzlich willkommen zurück zu Sonic the Hedgehog, dem Finale von Silver's Story. Ja, wir sind jetzt kurz vorm letzten Kampf gegen Iblis und ich glaube, der war richtig übel. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr dran erinnern. Es ist schon sehr lange her, aber das hört halt dieses Let's Player nicht zum ersten Mal, ne? Ja, das wird sein Ende sein. Das fände ich auch sehr toll. Oh mein Gott. Übertreibt da einfach mal. Na gut, dann ballern wir einfach mal alles, was geht, zurück zu ihm. Wow, der nimmt ja sehr viel Schaden dadurch. Seine Final Form. Er soll von uns fernbleiben. Ach so, okay. Oh Gott, da kommen schon wieder die Feuerkugeln des Todes. Ich liebe sie. Nicht. Okay, nehmen wir uns einfach mal ein paar und feuern sie wieder zurück zu... Wow. Die zwei da, die haben ja ihr Ziel überhaupt nicht verfehlt. Ne? Also die waren ja voll nah dran. Gut, also müssen wir ihn schnell besiegen, wenn es geht. Das ist schon mal etwas, was ich liebe. Was machst du denn jetzt? Beten? Oh mein Gott. An die Attacken kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr erinnern. Uup. Könntest du ein bisschen weiter weg... Machst du jetzt schon wieder, oder was? Das finde ich aber asozial. Okay, unten, oben. Das war oben und nicht unten, so wie ich dachte. Könntest du, geh bitte weg, geh weg. Hallo. Okay, das hatte ich nicht mehr in Erinnerung. Er hat die Stützen zerstört. Was soll ich denn tun? Auf ihn drauf springen? Ach so, und dann aufs Auge. Ja, Blaze ist erstmal abgeknetert. Oh, das scheint ein bisschen viel gezogen zu haben. Und er zieht sich zurück. Ah, das ist praktisch. Wow. Okay, wo kamen die Kugeln her? Schön, dass sie auch überhaupt nicht ihr Ziel verfehlen, ne? Die Kugeln. So. Du und du. Hui, sie fliegen. Okay, die Hälfte haben wir schon. Das ist ja... Wenn das so weitergeht, ist das ja relativ billig. Ach du Scheiße. Okay. Deckung. Wow. Ach, bis hier ist jetzt alles kaputt, oder wie? Nee, hier ist doch... Boah. Knapp. Knappe Geschichte. Gut, die Stütze ist nicht mehr sehr groß. Wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Willst du jetzt noch mehr Stütze? Nein, okay. Unten. Unten. Oben. Oben. Unten. Okay. Und nochmal unten. Wunderbar ausgewichen. Ha! Ohne Probleme. Es wäre toll, wenn mal wieder irgendwelche Geschosse kommen würden. Was? Unten? Oh Gott, das geht aber jetzt, ist doch ein bisschen zu nah. Dafür meinst du nicht? Und oben. Aha, okay. Ging ja noch einigermaßen. Könntest du bitte... Ich fühle mich so ein bisschen beengt, weißt du? Oh, scheiße. Okay, er zerstört die Stützen, mal wieder von außen. Er hat alles zerstört. Wenn er dir zu nahe kommt. Okay, das habe ich jetzt verstanden, Blaze. Danke. Ja, schön, dass die Kugeln auch ihr Ziel treffen. Ohne Witz. Ist echt geil. So, du... Und du... Und du... Ja, geil. Schön, dass ihr überhaupt nicht am Ziel vorbeifliegt. Oh, Mann. Wunderbar. Zumindest haben wir schon mal ein paar Wurfgeschosse. Also, ich bin gerade wirklich sprachlos, weil, so mies hatte ich das alles gar nicht in Erinnerung. Aber scheinbar ist das doch ein bisschen fies. Wir dürfen nur... Ja, er kommt auch immer näher. Das ist das Problem. Wir können machen, was wir wollen. Ach, hier sind noch welche. So.
Bam, voll gegen die Birne. Feuer, Feuer. Nochmal unten. Feuer und nochmal unten. Aha. Das war oben, aber naja. Das ist mir schon klar. Mach das jetzt schon wieder. Du hast auch keine besseren Einfälle mehr, oder? Mein Gott. Okay. Wir müssen versuchen, so viel wie es geht Schaden zu machen, bevor er die Stütze komplett zerstört. Nicht von ihm erwischen. Hahaha. Wie witzig. Das kotzt mich an gerade ein bisschen. Das ist nicht gerade einfach. So, und tschüss. Gut, jetzt haben wir zumindest schon mal die Hälfte geschafft von ihm, aber das reicht uns trotzdem noch nicht. Wir müssen irgendwas machen. Es war klar. Es war klar. Dass die Kugel ihr Ziel verfehlt, das war doch normal. Also inzwischen sind wir gar nichts anderes mehr gewohnt, wa? Gut, ein bisschen mehr als die Hälfte haben wir schon weg. Schön, dass keine Feuerkugeln mehr hier sind. Ja, was soll ich denn machen? Kann ich die nehmen und zurückschmeißen? Ich will es mal ausprobieren. Vielleicht funktioniert das ja. Das wäre ja gar nicht mal so schlecht. Es geht tatsächlich. Das zieht aber derbe ab. Und das scheint auch ein bisschen Kopfschmerzen zu machen. Oh nein, er kommt schon wieder auf uns zu. Das ist alles andere als lustig. Okay, ich wusste nicht, dass man diese Riesenkugel, Riesenfeuerkugel des Verderbens auch einfach zurückschießen kann. Okay. Wow. Gerade so ausgewichen noch. Und die letzte, okay. Wunderbar, kommen auch mal wieder ein paar Kugeln oder eine Chance, dich anzugreifen irgendwie. Hallo, komm mir nicht so nah. Ich bin nicht schwul. Oh oh. Bums. Okay. Und jetzt macht er komplett kaputt, ne? Ne, er kommt runter. Wunderbar. Damit könnten wir ihn, wenn mich nicht alles täuscht, sogar besiegen. Nee, nicht ganz. Na gut, aber zumindest geht er wieder zurück. Kriege ich jetzt noch ein paar Kugeln, die ich zurückballern kann? Jo. Geil. So. Und so. Da bräuchte ich aber schon ein paar mehr. Als das bisschen, was ihr jetzt geschickt habt. Ach da. So. So, und das dürfte es gewesen sein? Jo, Headshot. Voll ins Auge. Habt das gesehen? Ich bin ruhig. Cutscene. Eine sehr wichtige Cutscene, wenn mich nicht alles täuscht. Okay, oder auch nicht. Sehr schöne Fallanimation. Doch, das sah schon spektakulär aus. Oh Gott. Schlecht. Was ist denn jetzt? Achso. Ich dachte gerade kaputt. Oh, das hätte mich jetzt angekotzt. Gut, wie kriegen wir? 3 Minuten, wow. Looks like I'm on a roll. I am the best. Nee, es wäre das Beste gewesen, okay. Na gut, der Bosskampf, der war eigentlich gar nicht mal so schwer, ne? War relativ leicht, wenn man sich mal überlegt, was ich als erstes für Panik hatte. Und vor allem haben wir auch noch nicht lange aufgenommen, ne? Ah, die Musik der Silver-Episode wurde in dem Audioraum hinzugefügt. Die Silver-Episode wurde im Kinosaal hinzugefügt. Letzte Episode freigeschaltet. Bitte wähle die Episode aus dem Modus Einzelspieler. Ja, das ist das Ende der Welt. Das wird höchstwahrscheinlich nur 2 Parts dauern, aber glaub mir, das ist ein einziges Level. Und es ist verdammt schwer. Aber gut. Wir speichern noch und dann kommt eine Cutscene. Und erst wenn das Ende der Welt fertig ist, verabschiede ich mich mit einem Fazit. Und ich lasse euch jetzt noch schön die Credits gucken, was hoffentlich lange genug dauert, um diesen Part irgendwie auf 20 Minuten zu bringen oder so. Auf jeden Fall sage ich jetzt Tschüss und bis dann irgendwann, euer Renchy LP. Nee, Sekunde mal, erst kommt eine Cutscene. Chaos Emeralds, lend me your power. Eternal Sun! The living flame that has been entrusted to the royal family. Fall into slumber with my soul, Iblis. You cursed flames of disaster. No. Why won't it accept me as the vessel? Blaze. I'll take Iblis. Don't worry.
My soul is already alit with flames. I will be accepted. Come on, make it quick. Use your chaos control to stop time. Then steal us into a different dimension. No, I can't do that to you. Didn't we already go through this? We agreed to save the world at any price. I can't. I wouldn't know what to do without you. You fought alongside me to save the world. You're my friend, right? You're still so naive. But I've always liked that about you. War schon derbe traurig. Ich hoffe, euch hat die Story von Silver gefallen. Ich würde sagen, wir sehen uns jetzt im nächsten Part, beziehungsweise in der nächsten Geschichte, und zwar das Ende der Welt. Und da werde ich dann auch zu den Credits mein Fazit abgeben. Ich sag auf jeden Fall schon mal danke fürs Zuschauen und tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer RinchyLP. Bye. Every night I will make it right, and every night I will come to you.
my dream of an absolution. 'Cause every night I will make it right, and every night I will come to you, and every night it just stays the same in my dream of an absolution. Go, 'cause now the count.